Was ist das denn für ein Arsch? Und jetzt ist auch noch die Chiffre kaputt. Au. Sag mal, habt ihr jetzt alle hier einen Schaden oder was? So, jetzt ist aber mal Schluss. So, erstmal werde ich das Hundi zerstören und dann geht das los hier. Au. Währenddessen entkommt natürlich jetzt gerade hier der Himmel euch abweisen. So, jetzt ist aber mal Schluss hier. Au. So, jetzt können wir wenigstens hier auf dem Weg zurück. Aber irgendwas stimmt nicht mit uns. Die kaputte Chiffre. Durch die Anokatos Plan zerstörte Chiffre scheint deine Schicksalsmacht wild zu fluktuieren. Das ist natürlich nicht so optimal. Aber Goldmünzen nehmen wir nochmal mit. Was hat der? Das heißt, wir werden zum Märtyrer gemacht. Und da fällt mir dieser alte Witz ein. Was haben Religionen und die Autosindustrie gemeinsam? Märtyrer. Eine kleine Schweigeminute für diesen schlechten Witz. Närrischer Heide. Achso, ich dachte närrischer Tuck. Kein Heide. Ich komme aus der Lüneburger Heide. Zwar auch nicht ganz, aber schon eher, als dass ich ein närrischer Heide bin. Du närrischer Heide. Lüneburger Heide. Ich närrischer Heide. Was ist das denn? Wo soll die denn sein? Guck mal hier. Da ist Gold drin und ein Taschentalisman. Ja. Denkst ja auch nichts Böses, ne? Und Stiefel des Zorns. Da tritt man immer ganz doll auf und sagt, ich will meine Suppe nicht essen. Ja, so sieht's aus. Oh, ich muss mal vielleicht mal ein Tränkchen nehmen. Ein bisschen was trinken. Mögen euch die Götter verfluchen. Oh, die Krone ist kaputt. Halt, Moment, da muss ich erstmal reparieren. Einen Moment Pause machen, bitte. Dann werde ich gleich wieder mich um euch kümmern. Das, Kraios Krone, was ist das hier noch? Das geht eigentlich alles, ne? Ja, das machen wir später. Au, Saman, hast du sie noch alle? Möge der Himmel euch abweisen. So, du kleines Hundi. Ja, so ist es. So vergeht der Ruhm der... Wie liegt er denn hier? So kannst du beim Broadway auftreten, aber doch nicht als Kolossei. Das geht so nicht. So, dann mal schnell wieder nach oben kämpfen hier. Jetzt ist der gute Mann ja auch schon, jetzt hat er einen Vorsprung, das ist ja schon fast nicht mehr feierlich, ne?
Ah, nicht, dass uns jetzt hier gleich die Decke auf den Kopf fällt. Heißt euren Tod willkommen. Möge der Himmel euch abweisen. Au, sag mal, hast du sie noch alle? Ist mir doch egal, ob der Himmel mich abweist oder nicht. Erstmal kniest du. Denn der bußfertige Mann wird bestehen. So sieht's doch aus. Taschentalisman. Damit kann man wahrscheinlich Taschenbillard spielen. Da ist nochmal Müll. Ein Ebenholzzepter. Das ist auch... denkst du ja auch nichts Böses, ne? Da ist noch ein zeremonieller Dolch. Sind das die Artefakte, die wir für die gute Frau da besorgen sollen? Dann nehme ich die nämlich doch mal mit. Was war hier noch drin? Auch nichts, ne? Nee. Da war nichts drin, aber sie hatte hier noch einen Zeremoniendolch. Wie ihn der alte Zeremonienmeister tunicht gut getragen hat. Hier fällt ja alles auseinander. Sikandra, na du? Berufener, was ist geschehen? Warum greifen uns Anokatos Akolyten an? Was macht er mit dem Hyperion? Ja, Anokatos hat seine Akolyten nicht mehr so richtig, also unter fester Kontrolle. Er will nämlich Idylla vernichten. Er will Idylla vernichten? Nein, dieser verblendete Narr. Hat ihn der Verlust seiner Götter derart zur Verzweiflung getrieben, dass er den Berufenen und die Chiffre so missbrauchen würde? Wir müssen diesen Ort verlassen. Von hier aus können wir Anokatos nicht aufhalten. Nehmt diesen Schild. Einer meiner Soldaten hat ihn verloren, als uns der stumme Chor überfiel. Ich hoffe, er wird euch bessere Dienste leisten. Ja, das ist aber lieb. Der Hoplon haben wir jetzt, ja. Wir müssen noch Anokatos stoppen, oder? Wie denn, wenn wir nicht zu ihm kommen? Und wenn wir hier von seinen Anhängern getötet werden, können wir ohnehin nichts tun, um ihn aufzuhalten. Wir müssen es an die Oberfläche schaffen und hoffen, dass uns noch genug Zeit bleibt, um seine Pläne zu durchkreuzen. Alles klar, dann machen wir das doch. Seid in diesen Landen vorsichtig. Auf jeden Fall. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Habe ich eben alle vier Wölfe getroffen? Das muss ich mir nochmal in der Wiederholung anschauen. Ich tue, was getan werden muss. So, was haben die denn bei sich? Gold. Und ein Langschwert. Was ist das für eins? 76,30. Das ist ja fürchterlich schlecht. Aber Goldmünzen und ein goldener Kelch. Das ist schon mal besser. So, dann wollen wir uns mal beeilen und hier nicht immer rumstehen und rumlooten, sondern mal ein bisschen Action hier zeigen. Guten Tag. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. So, ich muss erstmal den Wolf hier zerstören. Das ist nämlich der eigentliche Feind. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Au. Eure Unwissenheit ist erbärmlich. Ich weiß doch gar nicht, wie erbärmlich meine Unwissenheit ist. Das soll hören sagen. Hier, ich prügel dich einmal um die Ecke hier. Oh, was hast du verloren? Gold. Was hast du verloren? Goldmünzen. Was kann ich tun? Du kannst mir mal helfen hier. Ursprüngliche Dolche. Aber ich bin eher an den Goldmünzen interessiert. Anokatos hat sich mit dem Hyperion eingeschlossen. Und die Angehörigen seines stummen Chors werden ihre Leben für ihn geben. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, Berufener. Ich habe mein Volk vor Bestien und Katastrophen beschützt, aber nie vor etwas wie dem hier.
Dann müssen wir ihn auf jeden Fall aufhalten. Das werden wir. Ich werde nicht zulassen, dass Anorkathos mein Volk vernichtet, nur weil er denkt, die Götter würden es verlangen. Ich weiß, dass wir die nötige Stärke in uns tragen. Egal, was er behauptet. Wir sind es wert, gerettet zu werden, selbst wenn die Götter das anders sehen. Aber Anorkathos hat sich in der Vorkammer des Hyperion eingeschlossen. Ohne die Chiffre oder weitere Informationen über den Hyperion sind wir verloren. Können wir ihn auch anders öffnen? Es war klug von Anorkathos, sich eurer Macht zu bedienen. Die Chiffre muss der Schlüssel zur Öffnung des Hyperion sein. Und er hat sie bei der Durchführung seines Planes zerstört. Seit wir hier sind, hat sich der Hyperion meinem Volk entzogen. Und nur der Primos weiß genug über dieses Rätsel, damit wir auch nur versuchen könnten, es zu lösen. Anorkathos und sein stummer Chor besaßen einen klösterlichen Rückzugsort in der Wildnis, Nyxaros. Dort sollten wir mit unserer Suche nach seinem Wissen beginnen. Und wo ist Nyxaros? Es ist ein alter Teil der Stadt, der nie emporgehoben wurde. Dazu gedacht, ein Schrein stiller Besinnung zu sein. Jetzt ist er der Rückzugsort von Anorkathos stummem Chor. Die Anlage ist noch immer dort, wo sie ursprünglich errichtet wurde. In den Bergen der Zähne. Alles klar, dann gehen wir doch da mal hin, ne? Nun denn. Nun denn. Auf denn nun also. Ah, ich bin schneller als du. Wir müssen an... Achso, ich dachte gerade, wieso ist denn hier alles kaputt? Aber wir mussten ja hier schon auf dem Rückweg. Wo ist sie denn jetzt? Guten Tag. Macht euren Frieden mit den Göttern. Das heißt närrischer Tuck, du Penner. So, geh dich mal waschen. Aber das ist ja auch fies. Die sind ja auch Stein. Deswegen gehen die ja sofort unter. Die können sich ja nicht mal baden. Goldmünzen. Stell dir mal vor, ertrinkst in deiner eigenen Suppe, weil du zu schwer bist, wieder aufzustehen. So, wo müssen wir denn jetzt hier genau lang? Nach Norden? Nee. Nach Süden? Auch nicht. Nach Westen? Nach Osten? Zu Hause ist es doch am Boston? Wo müssen wir denn hin? Ach, dahin. Da setzen wir mal einen Wegpunkt hin. Da ist ein Ausrufezeichen. Hüstüs. Dann nehmen wir mal diesen Weg, glaube ich. Und was ist das hier? Ach, da ist eine Litanei zu finden. Gut, dann, wir gehen aber trotzdem hier oben lang. Und dann gehen wir einmal bei Hüstüs vorbei. Bei Hüstüs Jonas. Erster Detektiv Hüstüs Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Die drei Fragezeichen. Na du? Wer streift da durch mein Lager? Was ist das? Ihr seid viel zu klein für ein Kolossei. Dann stimmt es also. Der Berufene ist gekommen. Und gegangen. Ihr lebt hier in einem Jotunlager. Es ist mein Zuhause, allerdings nicht mehr lange. Ich kam hierher, um zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Zu meinem Erbe als Riese. Allerdings ist die Zeit der Einsamkeit vorbei. Ich bin bereit für den nächsten Schritt und werde bei den Jotun in den Zähnen von Naros leben. Ich muss nur noch einige lose Enden kappen. Allerdings habe ich mir geschworen, Idylla nie mehr zu betreten. Das kann auch keiner, Moment. Und ihr wollt wirklich bei den Jotun leben? Karunk war meine größte Sorge beim Versuch, mich den Jotun anzuschließen. Aber jetzt, wo er tot ist, scheint mir der Zeitpunkt ideal zu sein. Ja, das will ich. Bei den Jotun zu leben, ist der nächste logische Schritt. Ich habe lange genug in diesem verlassenen Jotun-Lager gehaust. Ich kann für euch nach Idylla reisen, vorausgesetzt, die Stadt wird jetzt nicht gleich zerstört. Würdet ihr das tun? Ich belohne euch auch für eure Hilfe. Dort, wohin ich gehe, brauche ich kein Geld. Ich will meinen Familienring. Im Moment hat ihn mein Bruder Heliodorus. Außerdem möchte ich, dass mein alter Freund Darajos mein Tagebuch bekommt. Und was vielleicht das Wichtigste ist, ich möchte, dass ihr meine Frau findet. Corinna, ich
will, dass ihr sie hierher bringt. Okay. Will sie das denn auch? Naja, auf jeden Fall gutes Gelingen und ich schaue mal, ob ich in der Stadt nochmal vorbeischauen kann. In diesem Lager ist nicht genug Platz für zwei. Nee, aber für versteckte Haufen mit Napoleonsborke. Deswegen, hätte er uns sonst dann rausgeschmissen, oder? Wir sind der Berufene. Oh, guten Tag. Au, sag mal. Dich prügel ich, bis wir bei Hystys sind. So, kommst du hier erstmal um Dings rum, oder was? Wo bist du denn? Meine Güte, lassen sie sich bitten, als wären sie eine edle Furchtschuppenrüstung. Ja, super. Dieser Loot bei den Gegnern ist alles andere als edel. Das ist ja wohl der letzte Ramsch, den sie hier haben. Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Nee, das ist ja ein Silberrückentroll, den wollen wir ja jetzt nicht ärgern. Deswegen gehen wir einfach mal daran vorbei. Da sind Vögelchen, an denen gehen wir auch mal vorbei. Wir müssen ja nicht alle umlegen. Das muss ja auch nicht sein. Vor allem sind die da gerade mitten in der Balz. Und dann soll man Terixe auch nicht ärgern. Na, guten Tag, junger Mann. Au. Hört mal auf, eure Granaten zu werfen. So, damit ist das zu Ende. Und wir können mal wieder... Ach, das ist auch noch ein... Ja. Schrei mal nicht rum, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Wenn du dich nachher nochmal prügeln willst, dann komm ich nochmal vorbei. Aber so... habe ich jetzt erstmal Wichtigeres zu tun. Das tut mir ja auch leid. Ist das hier schon? Tatsache. Hier müssen wir hin. Oh, was ist das denn? Eine Truhe? Die haben wir schon mal geöffnet. Dolche der Strahlung. Die alten Tschernobyl-Strolche. Dolche. Wo kamen die denn plötzlich her? Au, sag mal, hast du einen Schaden? Ja, siehst du, so fliegen wir hier gegeneinander und das hilft doch niemandem. Ja, hast mich nicht mehr gesehen, ne? Aus dem Sinn in der Waschmaschine rinnen. Wer weiß, woher es kommt, der darf es behalten. Ach, Sekandra, da hättest du mir auch mal ein bisschen helfen können. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auch wenn es scheint, als wäre hier kaum etwas zu finden, müssen wir gründlich sein. Alles klar, was sollen wir denn suchen? Wo sollen wir denn suchen? Wir sollten es nahe dem Schrein von Athene versuchen. Anorkathos verehrt sie mehr als alle anderen Götter. Ich könnte wetten, dass er seine Geheimnisse bei ihr bewahrt. Alles klar, dann mal auf. Lebt wohl. Du kommst doch mit. Jetzt drück dich hier nicht vor der Verantwortung. Da sind wieder so ein paar lustige Gesellen. Au! Was soll denn das? Au.
mich nicht zurückhalten. Nee, dann mach das nicht. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen schwierig für dich, weil das deine eigenen Leute sind, aber... Wir müssen jetzt hier eine ganze Stadt retten. Wir müssen Anokatos zur Rechenschaft ziehen. Das werden wir auch tun, aber erstmal muss ich gucken, ob hier was zu looten ist. Nee. Nimm doch mal deinen Rock da aus meinem Gesicht. Aus meiner Kamera. Ach, jetzt sind hier wieder diese... Ich tue, was getan werden muss. Sonst finde ich Wölfe natürlich sehr schnieke, aber... Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. In diesem Spiel nerven sie mich.